Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich die Sache um Herrn Chrupalla. Denn die Sache um Herrn Chrupalla, die hat sich ja länger hingezogen bis nach der Wahl. Und böse Zungen haben schon gesagt, also böse Zungen wie ich zum Beispiel, das ist kein Zufall, das wird gedeckelt, damit die Wahl ungefährdet ablaufen kann. Und es hat ja auch funktioniert, denn die AfD hat zwar zugelegt, ist aber nicht durch die Decke gegangen. Und nun ist es so, dass Herr Chrupalla auch die Pressekonferenz heute gemacht hat. Und da wurden klare Worte gesprochen. Er hat nicht spekuliert. Es hat er ganz klar gesagt, dass er das nicht tut. Und hat im Prinzip auch gesagt, ja, bewiesenerweise ist es. Das und das wurde in Ingolstadt im Krankenhaus festgestellt. Und da war schon eine ganze Menge, ja, was wir nie in der Presse gelesen haben. Zum Beispiel, dass schon in Ingolstadt am Tatort ein Blutfleck im Hemd gefunden wurde. Da war nie die Rede von, habe ich nirgends gesehen. Genauso war es so, dass die Mediziner ganz klar in ihrem Bericht auch eben die, wie hieß es, die Körpererfassung war es nicht, Körper, ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben das definitiv mit der Einstichstelle etc. hatten die das bestätigt. Und unsere Presse hat es ja runtergeredet und auch die Staatsanwaltschaft so nach dem Motto, ja, die haben das ja nur geschrieben, das war ja so der O-Ton, weil der Chrupalla denen das gesagt hat. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn, das haben Leute wie ich auch schon vorher gesagt. Und das hat auch Chrupalla nochmal klar gemacht. Kein Arzt guckt sich den Patienten an und sagt, erzählen Sie mir, was Sie haben, dann schreibe ich das einen Arztbericht. Das war von vornherein kompletter Schwachsinn. Und das hat er heute nochmal bestätigt. Und er hat außerdem noch auf eigene Kosten Blutproben eingeschickt. Die Ergebnisse kommen alle noch, das dauert. Und er hat natürlich auch sich die Stelle rausschneiden lassen und hat das nochmal von unabhängigen Experten begutachten lassen. Und die haben ganz klar einen Stichkanal und was Entzündliches gefunden, haben das also ganz sauber und eindeutig bestätigt. Was uns natürlich auch schon klar war. Es wird jetzt weiter gesucht nach welchen, oder ja, nach verschiedenen Substanzen. Quecksilber ist es zum Beispiel schon nicht, hat er gesagt. Es wird eben geguckt, da könnte noch irgendwas rauskommen. Und interessant ist natürlich auch, er hatte ja, ich kriege den medizinischen Fachterminus nicht mehr zusammen, auf der rechten Seite bis zum Herz hat sich irgendwas getan. Ich muss es so in einfache Worte fassen, weil ich kein Mediziner bin jetzt. Und die Frage ist eben auch, das klang ja relativ krass, ob das damit zusammenhängt. Und Herr Chrupalla hat ganz klar gesagt, er spekuliert nicht. Er findet es aber interessant, dass die Staatsanwaltschaft Sachen rausgibt, die eigentlich seiner Ansicht nach unter Patientengeheimnis fallen. Und das kann eigentlich nicht sein, Datenschutz etc. Und die Polizei hat einfach geblockt und gesagt, nee, haben wir ja gar nicht. Wir haben zwar was rausgegeben, aber eigentlich irgendwie doch nicht. Also sehr, sehr schwammig, was die Polizei dazu gesagt hat. Und interessant finde ich auch, dass das BKA laut seiner Aussage die Polizei auch informiert hat über den Blutfleck und die haben ja auch seine Kleidung einbehalten, ja, um die zu untersuchen. Davon stand nichts in der Presse. So. Und Herr Chrupalla spekuliert nicht. Ich schon. Ich spekuliere gern. Und ich stelle die These auf oder die Frage, könnte es sein, dass eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft das deckeln musste, weil sie Anweisung bekommen hat und dass die Medien und die Presse natürlich mitspielen, weil niemand eine starke AfD haben wollte und dass die Wahlergebnisse damit deutlich schlechter für die AfD ausgefallen sind, als sie es hätten tun können. Für mich sieht das aus wie eine massive Vertuschungsaktion. Denn es war relativ klar, nach den Sachen, die da schon gelaufen sind, wie der Hase läuft. Und die ganze Zeit wurde in Medien so getan, als würde der sich das aus den Fingern saugen. Ja? Und bei Alice Weidel genau das Gleiche. Für mich ist das eine staatliche mediale Vertuschungsaktion, die das Ziel hatte, die Wahlergebnisse zugunsten der Altparteien zu verändern. Ja, und es unterm Tisch zu halten. Und nochmal, wenn das mit einer Katharina Schulze passiert wäre, nur der Verdacht, die wären alle durch die Decke gegangen. Ja, das ist ja völlig egal gewesen, ob es nur ein Verdacht ist oder überhaupt. Das wäre Latte gewesen. Die ganze Presse, die hat sich einen von der Palme gewedelt. Ja, also mal ganz ehrlich, seid bitte nicht so naiv. Und dann guckt euch mal an, wie das da gelaufen ist. Da sieht man schon deutlich die Unterschiede. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein Land, in dem die Opposition offensichtlich mit Anschlägen rechnen muss. Und zwar nicht im Einzelfall, sondern bei Frau Weidel ja auch. Und Joker und Co. kommen ja auch noch drauf. Und der Staat und die Parteien und die Medien das versuchen zu deckeln und zu unterdrücken, das Wissen darüber. Das ist ein Zeichen totalitärer Staaten, sowas.
Und darum hat der Wähler offensichtlich nicht genug nachgedacht. Wenn ich mir die Wahlergebnisse angucke, mein Video dazu habt ihr ja gesehen, ich war da relativ bissig und habe es nicht als so großen Erfolg gefeiert, sicher als Teilerfolg, aber das hätte ein Durchbruch sein müssen bei den Verhältnissen, die wir haben, so wie wir abbauen. Und dass die Wahlergebnisse so sind, wie sie sind, sagt mir, dass der Schmerz für den Wähler noch nicht groß genug ist und die meisten es immer noch nicht gerafft haben, was hier überhaupt passiert. Also meiner Ansicht nach ein riesiger Skandal, was hier gelaufen ist. Absolut riesiger Skandal. Und jetzt bleibt natürlich abzuwarten, was noch rauskommt bei Kopana. Es war wohl auch, die Stichstelle war wohl auch entzündlich. Es war auch eine klare Stichstelle diagnostiziert worden. Zweimal. Wie gesagt, die Presse hat immer so getan, als wäre das alles von ihm erfunden. Und wie gesagt, diese Behauptung auch, so nach dem Motto, der Arzt schreibt das hin, weil er es ihm gesagt hat, war von vornherein Bullshit. Ne? War kompletter Bullshit. Und auch, dass der Arzt verhört worden wäre noch in Ingolstadt, da hat er gesagt, wüsste er gar nicht. Der Punkt ist halt, das wurde also komplett mit Absicht falsch berichtet. Denn es stand ganz klar im Gutachten drin, dass die Stichstelle da war. Ganz klar. Nicht mit Vermutung oder so, sondern ganz klar. Und die Presse hat es anders berichtet. Also, wir sind weit gekommen in Deutschland, dass sowas möglich ist. Und das geht, weil es ein kleines Stückchen passiert. In der Salamitaktik. Stück für Stück für Stück. So kriegen sie die Leute nicht mit und werden langsam in die totale Diktatur überführt. Und sie sind trotzdem glücklich. So funktioniert Politik. Das war's von mir heute. Bleibt mir gewogen und auf bald.